Der eine oder andere von Ihnen wird diese junge Dame erkennen. Das ist Ursula von der Leyen, die neue Kommissionspräsidentin der EU. Haben wir die nicht alle gewählt als Spitzenkandidatin? War da was? Oder waren das doch andere Spitzenkandidaten, die eigentlich im Rampenlicht standen? Und dann kam plötzlich die Uschi und wurde, naja, als Hinterzimmerdeal dann plötzlich installiert. Wie auch immer, ist ja auch egal, wen kümmert schon das? Was bei der EU-Wahl gelaufen ist, das ist ja eh mehr so eine symbolische Abstimmung, hat man das Gefühl. Jedenfalls ist Ursula von der Leyen eines der zentralen Themen heute bei Inside Markets, denn die Uschi, die will 3 Billionen Euro investieren in den Klimaschutz. Und das passt natürlich hervorragend zu einer anderen Dame, die kürzlich installiert wurde, nämlich Christine Lagarde. Die will sich jetzt als neue EZB-Chefin verstärkt um die Klimapolitik kümmern. Wahrscheinlich ist das neue Ziel der EZB dann nicht mehr Preisstabilität oder Geldwertstabilität, sondern Klimastabilität. Und das ist ja auch was Tolles. Wir müssen endlich mal ein stabiles Klima bekommen, meine Damen und Herren. Sonst haben wir doch alles verloren. Dann hilft uns die Geldwertstabilität ja auch nicht viel weiter. Bei Inside Markets jedenfalls, da geht es auch um die Jahresendrallye. Und da hat Stefan Risse einen Auftritt. Jener Herr, den wir schon bei Finanzmarktwelt des Öfteren gesehen haben. Und der ist furchtbar bullisch. Und das sind wir doch alle für diese Jahresendrally 2020. Und da wird alles noch weiter steigen. Das ist mal sicher. Schauen Sie da mal rein bei Inside Markets. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende Ihnen und sage Servus. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Herzlich willkommen zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Finanzjournalistin Sissi Halbmanek und ich wollen euch in dieser Woche wieder die wichtigsten Börsenthemen näher bringen. Ja, und das EU-Parlament hat diese Woche den Klimanotstand ausgerufen. Das ist mehr ein symbolischer Akt. Man will Druck ausüben und die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das gleich aufgenommen, denn sie will den Green Deal und der wird teuer werden. Medien berichten, bis zu 3 Billionen Euro könnte das kosten. Was Ursula von der Leyen genau gesagt hat, da schauen wir jetzt mal ran. Der europäische Grüne Deal ist unsere neue Wachstumsstrategie. Er wird uns dabei helfen, Emissionen zu kürzen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen. Das Herzstück davon wird eine Industriestrategie sein, wodurch unsere Unternehmen, die kleinen und die großen, innovativ sein können, neue Technologien entwickeln können und gleichzeitig neue Märkte erschließen können. Wir werden weltweit Standards setzen. Das ist unser Wettbewerbsvorteil. Können wir es also in Europa und auch in Deutschland schaffen, in diesen Technologien vielleicht sogar Weltmarktführer zu sein im Klima, im Bereich erneuerbare Energien? Sissi, wäre das was? Das wäre was und das ist sicher auch der politische Plan gewesen, Ursula von der Leyen in die EU zu schicken, in die EU-Kommission und damit deutschen Unternehmen auch mehr Anreiz wieder zu geben und mehr Möglichkeiten, sich da innovativ zu entwickeln in einem Bereich, der ein absoluter Zukunftsbereich ist. Das ist doch ganz klar. Sie hat sich die zwei Hauptthemen auf die Fahne geschrieben, Digitalisierung und Klima. Das werden die Themen der nächsten Jahre sein und da wird hoffentlich auch gutes Geld verdienen sein für die Unternehmen. Jetzt kommen ein paar Kritiker natürlich um die Ecke und die sagen, wer zahlt das wieder? Auch der deutsche Steuerzahler wird da einiges auf den Tisch legen müssen, denn Deutschland ist der größte Zahler in die EU-Töpfe. Und das Geld kommt zum einen aus dem EU-Haushalt und aus verschiedenen Fonds und Töpfen aus der EU. Dann sollen die Mitgliedstaaten selbst nochmal Geld drauflegen und private Investoren sollen auch Geld in diese Klimaentwicklungen mit reingeben. Also die Chancen sind da, aber es wird auf jeden Fall teuer. Es wird teuer, aber es wird viele, viele Privatinvestoren, auch Unternehmen geben, die sich diese Themen gerne auf die Fahne schreiben werden, weil sie eben einfach wirklich am Nerv der Zeit damit sind und damit auch ein bisschen Öffentlichkeit bekommen. Ja, Nerv der Zeit ist auch die Sache. Andere Kritiker sagen wieder, ja, diese ganze Debatte um Greta Thunberg und um den Erfolg von grünen Parteien macht das jetzt eben auch so salonfähig. Man will ja immerhin bis 2050 klimaneutral sein. Also man will den CO2-Ausstoß in der EU um 50-55% senken im Vergleich zu 1990. Jetzt ist die Frage, ist das ein bisschen so eine Populismusdebatte, ja, also ich meine, ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass man was fürs Klima machen muss, aber ob das zu weit geht, das ist dann auch noch die Frage dahinter.
Die Themen an der Börse, die werden auf jeden Fall im Moment nicht aus Brüssel bestimmt, sondern tatsächlich kommt mal wieder die Nachricht über den großen Teich von Donald Trump. Der ist nämlich wieder unzufrieden, nämlich damit, dass die Chinesen ein Gesetz für die Demokratieentwicklung in Hongkong unterzeichnet haben. Das hat ihn verstimmt und jetzt fürchtet man wieder Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, beziehungsweise vor allen Dingen nicht die Beilegung derer. Manuel, wie lange wird uns das Thema eigentlich noch begleiten? Ja, ich glaube, spätestens nächstes Jahr wird das Thema beendet sein, weil dann geht es ja mehr in den US-Wahlkampf schon langsam rein und dann sollte da ein Deal stattfinden und dann, glaube ich, haben wir das Thema hoffentlich auch endlich mal vom Tisch. Diese Woche ansonsten ja Thanksgiving in den USA, da war es ein bisschen ruhiger, am Freitag nur halber Handelstag in den USA, also nicht ganz so viele Impulse und der DAX, der ging dann eher seitwärts. Für uns natürlich weiterhin die Frage hier an den Märkten, kommt noch eine Jahresendrallye? Und wir haben mal den Marktanalysten Stefan Risse gefragt, was er erwartet. Ja, es sieht alles gut aus, aber an vielen ist das vorbeigegangen und deswegen dürften die Rücksetzer auch klein bleiben, weil eben Kurskorrekturen genutzt werden zum Kaufen und mit Blick auf 2020 kann man eigentlich sehr optimistisch sein. Dieses Niedrigzinsumfeld ist jetzt so tradiert in den Köpfen der Leute. Ja, das ist ja Mainstream, in den Mainstream-Medien angekommen. Spiegeltitelgeschichte. Bild beschäftigt sich permanent damit. Die Heute-Show nimmt das Thema sogar auf. Und wenn den Leuten jetzt klar wird, das ist ein Dauerzustand über Jahre, dann fließt vielleicht doch mal mehr Geld in Aktien. Und dann können die Aktien sich nach oben entwickeln in einer Weise, wie selbst Optimisten das vielleicht überraschen könnte. Eine wirklich positive Prognose und man muss sagen, selten waren Prognosen so divers wie in diesem Jahr. Ganz klar, der DAX hat 25% etwa seit Jahresanfang zugewonnen. Kein Wunder, nämlich wenn man 2 Jahre zurückschaut, da sind wir ungefähr auf diesem Niveau wie jetzt schon gewesen. Also von daher ist die Luft eigentlich nach oben noch gar nicht so dünn, wie man glauben könnte. Aber der eine sieht es eben so, Manuel, der andere so. Und ich habe ja auch mit einigen Händlern gesprochen. Die einen haben gesagt, die Luft ist eigentlich schon raus. Und die anderen haben gesagt, ja, jetzt beginnt praktisch erst die Jahresendrallye. Also man sieht, die Meinungen sind wie immer sehr ja, divers hier an der Börse. Absolut und man sieht es auch am DAX, an den Bewegungen der letzten Wochen. 3 Wochen ist der DAX jetzt schon in einem Seitwärtskanal. Es wird wirklich spannend, ob wir zu einer Jahresendrallye noch richtig aufbrechen. Aber erwartet wird sie. Wir schauen jetzt erst einmal auf die Top-Aktienempfehlungen der Tradinghouse Börsenakademie. Schlechte Nachrichten für den Fahrdienst Uber. In Großbritannien, im größten europäischen Markt, hat man die Lizenz verloren. Da muss man zwar noch die Berufung abwarten, aber es ist ganz sicher ein herber Rückschlag und die Begründung war, dass es Sicherheitsprobleme gäbe. Als ob dieses Unternehmen nicht genug Probleme hätte, denn Uber läuft vor allen Dingen an der Börse überhaupt nicht gut. 30% hat die Aktie verloren, seit sie im Mai an die Börse gegangen ist. Und auch beim Unternehmen selber ist es schwierig, diese Probleme in London. Und gleichzeitig geht ein indisches Startup jetzt nach London, Ola Cabs, eine der größten Konkurrenten von Uber, hat genau jetzt seine Zulassung für London bekommen. Also wieder ein Schlag für Uber. Und der Firmengründer von Uber hat auch noch vor kurzem Cash gemacht. Er hat nämlich sein Aktienpaket über 1,5 Milliarden Dollar mal versilbert, vergoldet, kann man sagen. Also das zeigt auch, dass vielleicht sogar der Firmengründer nicht unbedingt an sein Unternehmen glaubt. Und im Dezember haben wir auch hier in Deutschland noch eine Entscheidung über eine Klage von Taxi Deutschland gegen Uber. Also da kann es auch noch mal ein bisschen härter kommen für Uber. Also nur schwierige Nachrichten und auch schlechte Zahlen zuletzt im letzten Quartal. Wir schauen mal auf die Aktie. Trotz alledem könnte da eine Longchance drinstecken, sagen die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie. Wenn man sich den Chart anguckt, ist es ganz offensichtlich, Uber ist in einem dauerhaften Abwärtstrend. Aber es wäre natürlich ganz theoretisch Luft nach oben da, wenn es gute Nachrichten gäbe. Und so wird empfohlen von den Analysten, eine Stop-Buy-Order bei $30,40 könnte man die setzen. Das ist noch nicht erreicht, das wäre aber der Kurs aus der 50-Tage-Durchschnittslinie, wo man sagt, wenn er darüber kommt, könnte die Aktie Luft nach oben haben, dann einen Stoppkurs unbedingt setzen bei $28,40. Und ich persönlich würde sagen, eine hochspekulative Aktie, wo man den Stoppkurs immer nachziehen muss.
Sissi, was frühstücken französische Unternehmer gerne? Keine Ahnung. Ein Luxus. Unternehmen wie Tiffany, ja, natürlich Luxus, Parfum, Lederwaren, Uhren, Schmuck, Juwelen. Und ja, da gab es jetzt das Übernahmeangebot über 14,7 Milliarden Euro vom französischen Luxuskonzern an Tiffany. Jetzt muss da noch zugestimmt werden, aber man würde sich gegenseitig doch bereichern. Ja, man würde sich ganz sicher bereichern. Tiffany ist ein New Yorker Edeljuwelier. Viele, viele Jahre lief dieses Unternehmen ganz von alleine. Die Aktie ist übrigens gar nicht schlecht gelaufen und auch dem Unternehmen geht es nicht schlecht. Aber Tiffany hat so ein bisschen einen Glanz verloren. Die Jüngere, die kennen auch Breakfast at Tiffany's nicht mehr so richtig und Audrey Hepburn, die das eben verkörpert hat. Toller Schmuck vielleicht für die einen, aber für die Zukunft will sich Tiffany und muss sich Tiffany anders aufstellen. Und da ist Frankreich ein toller Ort. Warum? Die Franzosen, die können Luxus und dieses Unternehmen, diese Holding, die ist einfach so groß. Die hat die Möglichkeit, in alle Flagship-Stores der Welt eben seine Filialen zu bringen. Das ist so teuer, das kann ein Einzelunternehmen heutzutage kaum mehr schaffen. Ja, und die Aktie von Tiffany's, die ist richtig abgehoben, als diese Nachrichten bekannt wurden. Man sieht hier diesen Sprung von etwas über 100 Dollar auf jetzt 133 Dollar in etwa. Dennoch sehen die Analysten der Trading House Börsenakademie da noch Chancen nach oben, also eine klare Long-Chance, eine Chance auf weiter steigende Kurse. Einstieg im Grunde jetzt direkt so empfohlen. Warum? Weil da eben noch Potenzial drin sein könnte, ob der Übernahme, die erst in einem halben Jahr entschieden wird, nämlich dann, wenn die Tiffany-Aktionäre zugestimmt haben. Das heißt, die Aktie könnte noch einigen Turbulenzen in der Zwischenzeit ausgeliefert sein. Hier könnte das Kursziel bei 141 US-Dollar zunächst einmal stehen. Das ist der Jahreshöchstkurs gewesen. Und Stoppkurs sollte bei 125 Dollar eingezogen werden. Also auch ein spekulatives Papier natürlich, aber die Übernahme, die ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und so eine Erfrischungskur tut dem Unternehmen auch ganz gut. Also ja, interessante Aktie. Wir schauen jetzt erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr jetzt euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann schaut mal auf die Seite der Trading House Börsenakademie. Es gibt für nächstes Jahr viele, viele Termine. 13.01. in Berlin startet die Trading House Börsenakademie mit ihrem kostenlosen Börsenseminar. Dann geht's weiter Frankfurt, München, Hamburg, Köln. Ihr seht also, für viele ist was dabei und ihr bekommt da wertvolle Tipps von den Profis mit an die Hand. Ja, Sissi, warst du shoppen hier Black Friday? Also ich persönlich noch nicht, aber das müssen viele, viele gewesen sein jetzt schon. Die Schätzungen sagen, dass in diesem Jahr wieder 22% mehr geshoppt werden soll. 3,1 Milliarden Euro nur in Deutschland am Black Friday. Ja, und der Black Friday hat ja auch wirklich eine Sentimentbedeutung. Das heißt, man erahnt so ein bisschen, wie das Weihnachtsgeschäft werden soll. Und das Weihnachtsgeschäft, das ist nun mal das größte und wichtigste Geschäft für den gesamten Einzelhandel im Jahr. Vom Black Friday jetzt zum Happy Friday. Bis nächste Woche. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.